Die mit Kastanienbäumen bewachsene Grünfläche an der Tegernseer Landstraße, Ecke Martin-Luther-Straße, nutzte bis vor kurzem ein Autohändler. Nun ist sie in öffentlicher Hand. Und so startet im Rahmen der sozialen Stadt das Gemeinschaftsprojekt Grünspitz Giesing, durchgeführt von Green City e.V. und der Münchner Gesellschaft für Stadterneuerung, der Eigentümerin der Fläche. Wir haben uns vor Ort umgesehen, was bereits zum Blühen gebracht wurde und welche Aktionen in Kürze starten. Einen prächtigen Salat- und Gemüsegarten haben die Anwohner hier bereits zum Auftakt geschaffen. Kürbis, Fenchel, Mangold, Paprika und vieles mehr wird nun geerntet. Hier auf dem sogenannten Giesinger Grünspitz hat die Münchner Gesellschaft für Stadterneuerung gemeinsam mit Green City ein Zwischennutzungsprojekt gestartet. Damit gibt es im Bereich Tegernseer Landstraße, Martin-Luther-Straße ab sofort ein neues Stück Aufenthaltsqualität. Die MGS ist Grundstückseigentümerin und stellt die Fläche zur Verfügung. Dieses machen wir zusammen mit unserem Verwalter GWG und dem Förderprogramm Soziale Stadt. Die Zwischennutzung haben wir seit dem 1. September bis Ende 2015 und wir möchten praktisch diese Fläche, die ungefähr 2000 Quadratmeter groß ist, so intensiv wie möglich beleben, also Veranstaltungen organisieren und auch die Fläche anderen Organisationen von Giesing zur Verfügung stellen, dass sie selbst auch so Veranstaltungen organisieren. Wir wünschen uns in erster Linie, dass es hier ein belebter Ort wird, den die Giesingerinnen und Giesinger selbst mitgestalten können, wo Veranstaltungen stattfinden, Aktionen, wo man sich auch mal treffen kann, wo es nachbarschaftliche Kontakte geben kann und wo wirklich die Menschen aus dem Viertel für die Leute aus dem Viertel was mitgestalten. Zuletzt war hier ein Autohändler. Ursprünglich stand auf dem dreieckigen Areal Wirtschaft und Biergarten der Giesinger Brauerei Bergbräu. Und jetzt wird wieder ein belebter Ort für die Anwohner geschaffen. Durch das gemeinschaftliche Engagement lokal ansässiger Gartler und Bastler entstehen temporäre, gemütliche Sitzgelegenheiten zwischen Pflanztrögen. Kreative Kunst- und Pflanzelemente sollen den Grünspitz als Ort mit einer ganz besonderen Aufenthaltsqualität bei den Stadtviertelbewohnern bekannt machen. Wir haben jetzt glücklicherweise die Startphase über den Verfügungsfonds finanzieren können, ein Fonds aus der sozialen Stadt, mit dem hier lokale Projekte gefördert werden. Und wir haben das Projekt angelegt auf 1,5 Jahre. Wir erwarten dann auch 2015 nochmal oder erhoffen uns eine Förderung durch die Regierung von Oberbayern. Die Zwischennutzung soll auch Anregungen und Erkenntnisse dafür bringen, was hier danach realisiert werden könnte. Eins steht jetzt schon fest, die Freifläche soll den Giesingern erhalten bleiben. Die nördlich angrenzende Fläche soll bebaut werden und im Bebauungsplan ist die südliche Spitze von Bebauung freizuhalten, sodass wir zukünftig auch eine Nutzung für die Stadtteilöffentlichkeit sicherstellen wollen. Wer jetzt hier Aktionen oder Veranstaltungen organisieren möchte oder einfach nur mitmachen will, kann sich im MGS-Stadtteilladen Tegernseer Landstraße 113 ebenso wie bei Green City informieren. Oder online unter www.stadtteilladen-giesing.de bzw. www.grünspitz.de.